Hallo, ich bin der Nico von den Autolackaffen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quick and Clean, einfach schnell erklärt. Heute mit dem Thema Cabrio-Verdeck reinigen. Bevor wir zur eigentlichen Anleitung kommen, erstmal noch ein paar Worte vorweg, die eigentlich relativ wichtig sind in der Betrachtung. Wir müssen uns das Cabrio-Verdeck eigentlich so vorstellen wie Lack, zumindest müssen wir gedanklich da so rangehen. Das ist meistens ein Stoff oder Vinyl, zu Vinyl komme ich gleich nochmal. Der ist auch relativ empfindlich, weil sich eben auch Sand in diesem Fasergeflecht befindet. Wir blenden euch dazu hier mal ein Bild ein, dann könnt ihr sehen, wie das aussieht. Von daher wollen wir immer vermeiden, sobald das Dach irgendwie dreckig ist, das mechanisch anzufassen. Von daher kann man nicht sagen, das ist Stoff und man kann es besser reinigen, sondern man muss da auch vorsichtig sein. Wenn man es falsch reinigt, passiert nämlich genau das, was ihr hier vorne seht. Davon blenden wir euch auch nochmal Bilder ein. Das kommt durch falsche Reinigung. Das Fasergeflecht wird eben durch die Partikel, durch die Reibung zerstört und ist dann auch unwiederbringbar. Also man musste dann das Verdeck wechseln oder es zumindest nachfärben, um es zu überdecken, wenn man so will. Im ersten Schritt, wenn ihr anfangt, müsst ihr euch überlegen, was habe ich eigentlich für Material? Ich sag mal, fast in 90% der Fälle haben wir ein Stoffdach. Dann geht ihr so vor, wie wir es euch gleich zeigen. Dafür dient diese ausführliche Anleitung. Wenn ihr ein Vinyldach habt, das passiert oft bei amerikanischen Muscle Cars oder älteren Fahrzeugen, das ist eigentlich relativ einfach. Das könnt ihr genauso reinigen wie Leder oder irgendwelche Oberflächen im Innenraum. Falls ihr nochmal wissen wollt, wie das geht, blenden wir euch hier nochmal den Link an. Die folgenden Schritte sind für die Aufbereitung bzw. vor dem Versiegeln nötig. Zur Erhaltungspflege empfehlen wir eine sanfte Wäsche mit einem Waschhandschuh. Bei jeder intensiven Reinigung wird das Material beansprucht. Deshalb raten wir dazu, diese gründliche Reinigung nur einmal in der Saison durchzuführen und anschließend zu versiegeln. Im ersten Schritt spülen wir das Dach mit einem Wasserstrahl oder vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger ab, um lose Partikel zu entfernen. Als nächstes sprühen wir Innenraumreiniger direkt auf den Stoff und schäumen diesen mit einer Bürste auf. An schmalen Bereichen arbeiten wir mit einem Pinsel. Hierbei gehen wir Stück für Stück vor, damit der Reiniger nicht antrocknet. Übrigens haben wir für diese Arbeit ein optimales Werkzeug entdeckt, die Tapir Polsterreinigungsbürste. Eigentlich für die Polsterreinigung gedacht, so in Dreiecksform, damit man schön in die Ecken kommt. Weiche Haare, also nicht zu hart. Und das Coole ist, ich habe hinten einen Reinigertank dran. Da kommt dann beim Drücken gleich Reiniger auf, den ich dann gleich mit der Bürste verarbeiten kann. Macht sich super für die Arbeit und ihr seht ja, ich muss nicht die ganze Zeit sprühen und schäumen, sondern kann gleich beim Auftragen gleich weiter schäumen. Nach der Reinigung können wir das Dach mit dem Wasserstrahl abspülen oder das Sprühextraktionsgerät zur Hand nehmen und mit der Waschsaugfunktion die Tenside aus dem Verdeck spülen und saugen. Jetzt sehen wir, ob es noch besonders verschmutzte Bereiche gibt, die wir dann noch einmal mit Reiniger und Bürste bzw. Pinsel bearbeiten. Sollten besonders vermooste Stellen hartnäckig trotzen, kann man diese Stellen vorsichtig mit einer Nagelbürste reinigen. Nach der Reinigung und dem Abspülen müssen wir sichergehen, dass alle Tenside ausgespült sind. Dazu reiben wir über das Verdeck. Bildet sich ein Schaum, müssen wir weiter ausspülen bzw. Sprüh extrahieren. Zum Trocknen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder mit einem Waffeltuch, denn das fusselt nicht. Mit Druckluft oder einem Auto- oder Tierföhn. Nach dem Trocknen nehmen wir einen Fusselroller, um auch die letzten Partikel zu erwischen. Ist das Textilverdeck komplett trocken, kann versiegelt werden. Aber das seht ihr in einem weiteren Quick and Clean, einfach schnell erklärt. Viel Spaß beim Nachmachen!